Die erste. Ja, ich bin jetzt hier quasi auch live im ganzen Chaplins zu hören gewesen, deswegen musste ich ein bisschen stocken. So, wir sehen die erste Partie der 17:30 Gruppe. Na, fast pünktlich, würde ich sagen. Ne? Evan Reyes ist am Tisch gegen Lars Cookham. Am Tisch ist auch der Arnold Kaiser, EPBF-Schiedsrichter früher gewesen, aus Schweden, einst kommend hier in Deutschland, in Wiesbaden nun beheimatet. Und außerdem an meiner Seite ein neuer Co-Kommentator, eine neue Stimme, Daniel Fischer aus Heilbronn. Hallo Jochen. Hallo Daniel, danke, dass du mal eine Runde mitkommentierst. Ist für dich ja, glaube ich, Premiere, oder? Wir hatten schon mal das Vergnügen in Stuttgart. Ja, stimmt, Stuttgart Open. Da waren wir schon mal zusammen. So, der Lars Cookham, ganz interessant. Er hat hier die Wildcard bekommen für die Zwischenrunde. Gemäß Ausschreibung gab es ja eine. Und die wurde gestern Abend vergeben an den Lars Cookham. Und er darf gleich ran gegen F1 Reyes. Auch nette Auslosung. Und auch im Stream 2 haben wir eine super interessante Partie. Der Thomas Lindlöff hat es gerade bekannt gegeben. Nick Vandenberg, El Nino aus den Niederlanden, spielt gegen Martin Pukuntke. Der Mann, der vor zwei Tagen F1 Reyes im 14:1 eine Lehrstunde erteilt hat, spielt also nun im zweiten Stream. Unkommentiert allerdings, aber wenn ihr euch für diese Partie entscheidet, dann auf diesem Wege viel Spaß beim Gucken. Wir schauen uns hier mal den Magier an, was er zu bieten hat. Die Bude ist voll, man sieht's. Und das ist nur ein Ausschnitt. Wir haben noch links davon jede Menge Zuschauerplätze und auch hier unten rechts quasi jetzt aus diesem Blickwinkel sitzen noch Leute und stehen und schauen zu. Nochmal weitere 20, 30 Leute locker. Oh, da ist ihm die Weise doch ein bisschen weit gelaufen, als er eigentlich wollte. Na, dann ein Problem. Oder auch nicht, aber ja. Stellt sich einen geraden Ball. So ungefähr. Ja. Ein bisschen Winkel hat er noch eingebaut, aber er will ja auch Winkel haben für die 6 aus Mittelloch. Nö, auch lang. Oder doch, Mittelloch. Schauen wir mal, was es sich überlegt. Ich glaube, ihr habt die letzten Tage schon alles gesagt. Ne? Er kennt jede Situation. Ja. Sowas wie die 4, da denkt er gar nicht drüber nach. Nee. Sieht nicht danach aus. Da wird jeder andere 5-mal um den Tisch laufen. Vielleicht werden wir alle im Alter irgendwann mal so gelassen. Genau. Aber nichtsdestotrotz, also da müssen wir schon fair bleiben. Auch der Lars Cookham ist natürlich ein Riesenspieler. Er spielt beim BC Oberhausen seit Jahren in der Bundesliga, die ja bekanntermaßen ja, Seriensieger in der deutschen Bundesliga sind. 5-mal in Folge deutscher Meister. Und der Lars war immer mittendrin. Erst letztes Jahr wurden sie vom PBC Schwerte mal abgefangen. Davor 5 Jahre BC Oberhausen. Von daher, Lars Cookham ist absolut ernst. Jugend-Europameister ja, und ja, so weiter. In der Mannschaft auf jeden Fall. Im Einzel bin ich mir jetzt nicht sicher. In der Mannschaft auf jeden Fall. Und Einzel waren sicherlich auch Medaillen dabei. Lars, ich habe ihn jetzt vorher noch nicht gesehen, aber ja, beim Lars Einspielen kein, sah er sehr sicher aus. Ja, ist kein großartiger Turnierspieler. Hat da jetzt auch die Ausbildung vollendet, glaube ich, mittlerweile und andere Prioritäten gesetzt, also Turniere jetzt erstmal hinten angestellt. Und daher sieht man ihn da nicht so häufig und die deutsche Bundesliga muss man halt dann wirklich verfolgen, um ihn dann auch, du hast ja schon gesagt, dass du die Verbandsliga Baden-Württemberg engstens beobachtest, ja. Hier täglich die Tabellen studierst. Auf jeden Fall mehr als die Bundesliga.
Ja, wir haben keinen direkten Bundesliga-Verein in der Nähe. Das stimmt, gell? Ja. Von daher da kein, gerät ja. es irgendwann aus dem Fokus. So, jetzt liegt vielleicht direkt ein Kombi da. Gut möglich, ja, nichts gefallen. Von hier sieht es ganz gut aus, ja. Sven der Lars. Ja, den, da muss er auch drauf gehen. Ja, aber dass er auch geht, ja. Und es sieht gut aus. Oh. Doch nicht. Er ging, also er ging auf jeden Fall. Das war jetzt nicht gut gespielt. Ja. Das, er ging schon, ja. Wer weiß, wie sein Puls jetzt gerade ist. Lassen wir ihn erstmal ein paar Stöße machen. Ja. Dann geht der Kombi vielleicht auch nochmal. Die Frage ist nur, ob es nicht dann vielleicht zu spät ist. Gut, jetzt hat er ja hier auch eine Sicherheit hinterlassen. Ging noch gut, ja. Und von daher ist erstmal alles in Ordnung. Und mit dem Bogen. Und Stellung. Ja. Das ist doch durchaus mal vielversprechend jetzt. Ja, die 4 ist noch ein bisschen problematisch. Ja. Aber es sollte eigentlich gehen, weil er jetzt ganz gut auf die 3 kommt, dass er sich auch auf die 4 einstellen kann. Ja, ist schon ein bisschen verzwickt noch, auch dann 4 auf 5. Ja, wie das halt meistens ist, die ersten 3-4 Kugeln sind meist ein bisschen verzwickter und dann könnte es doch durchaus leichter werden. Und so ist es auch hier. Jetzt kommt eigentlich die spielentscheidende Szene, sagen wir mal. Aber das erwarten wir jetzt einfach mal von dem Spieler von Oberhausen. Ja, normalerweise, normalerweise sollte der Lars das ausmachen. Ja, wieso nicht? Ich glaube, er muss jetzt laufen lassen. Ich dachte eigentlich, dass er sich ein bisschen... Ah, er stellt es auf die Bande. Okay. Er hätte auch kein bisschen mehr rauskommen dürfen jetzt, die Weiße. Ist aber so halt dann auch ideal. Er kommt noch an der 10 vorbei und hat Winkel für die 4, um dann die Weiße wieder Richtung Tisch mit rauszudrücken. Zumindest ein bisschen. Und jetzt kommt dann der letzte, die letzte richtig schwere Aufgabe. Fünf ins Eckloch. Weißer gegen die linke lange Bande. Und wieder ein bisschen zurück in Richtung Tischmitte. Und dann je nachdem, wie die Weiße liegen bleibt, geplant sicherlich dann die 6 ins Eckloch oben links. Ja, er stellt sich, ja, er stellt sich den Kombi ein. Also wie gesagt, da muss man dann halt eben da noch reagieren. Man kann nicht immer punktgenau stellen. Hier in dem Fall hatte der Lars durchaus 2 Optionen. Jetzt hier Option 2. Ja, das ist auch jetzt ganz gut kontrollierbar. Ja. Genau, die bleibt da vom Loch liegen. Muss er jetzt noch 2-mal um den Tisch und dann sollte er mit der 8 wieder in der Stellung sein. Ja, ich denke, obwohl das Tempo ein bisschen schnell. Schwierig einzuschätzen. Ja, ist auf jeden Fall schnell der Tisch. Ja, ich denke, er geht über eine Bande und genau so ist es. Und läuft auch zu weit. Läuft zu weit und das Mittelloch ist so. Ja, aber dann kann ja jetzt wieder ein Kombi-Versuch starten. Den Banker, weiß ich nicht, den würde ich jetzt nicht spielen ins andere Mittelloch. Also von daher Kombi. Gott, 1-1. Da hat der Lars Kucke die Nervosität schnell abgelegt. Zumindest sieht es so aus. Markiert es 1-1. Wir spielen bis 6 Gewinnspiele. Und jetzt gucke ich doch mal im Live-Score, wer da noch in dem Viererfeld mit drin ist. Was dann die den Bastian Sikora. Und jetzt wird es echt schwierig. Wasin Kandrian aus der Schweiz. Kennst du einen davon? Ich kenne den Bastian Sikora vom Namen, aber ich kann sie spielerisch nicht einschätzen. Ich würde jetzt
ohne jetzt despektierlich zu sein, tippen, dass F unabhängig davon, wer jetzt gewinnt oder verliert. Das heißt, hier könnte es ja schon um den Gruppensieg gehen. Ja, mehr oder minder. Wer das Spiel gewinnt, trifft dann auf den Gewinner von den zwei anderen genannten und da erwarte ich dann eigentlich auch einen Sieg. Genauso wie ich auf der Verliererseite dann auch einen Sieg gegen den Verlierer der anderen Partie erwarte. Aber das muss alles erst gespielt werden, das schauen wir uns an. Jetzt werfe ich auch noch einen Blick auf die 13 Uhr Gruppe, weil das interessiert mich erstens persönlich und zweitens auch die Zuschauer bestimmt, wenn ihr euch noch nicht selbst informiert habt. Vieles habe ich ja schon vorgelesen. Der Tobias Heuss ist zum Beispiel 2014 ausgeschieden ist, beziehungsweise dann um Platz 3 nachher im Playoff noch die Möglichkeit hat, wenn er das spielen möchte. Moschkowski und Arzt sind weiter. Sebastian Stab und Marco Spitzki, die wir vorhin beide gesehen haben, sind auch beide weiter. Siegfried Bund und Stefan Mölle müssen immer noch spielen. Die hängen ganz schön nach, die Jungs. Markus Puck ist weiter. Klaus Zebrekis und Aygün Karabik aus der Türkei. Francesco Bustamante ist weiter. Erik Soltau spielt gegen Marc Glatz. Dimitri Jungo ist weiter. Relativ kurzfristig angemeldet, der Schweizer in Diensten des BSV Fürstenfeldbruck. Vitali Schnur ist weiter. Das überrascht mich ein bisschen. Der hat den David Krevit geschlagen und dann Carlo Dalmatin. Auf der Verliererseite nun Carlo Dalmatin gegen Clemens Philippen. 5-4 für Dalmatin. Hier fällt bald die Entscheidung. Michael Gawenschak aus Tschechien ist weiter. Evangelos Vetter. Sorry, Evangelos Vetter ist auf der Verliererseite. Oliver Ortmann ist weiter. Jan Wolf. Wilhelm Georg, Tobias Bongers. Und das war's für den Moment. So, da sind wir passend zurück zu der vielleicht mitentscheidenden Szene fürs nächste Reck. Weil jetzt braucht der Lars eine Idee für die 7. Ja, 6 versenkt sich quasi von selbst. Stellung 7. Nicht möglich, er muss lösen. Könnt ihr jetzt entweder versuchen, die Weise drauflaufen zu lassen oder er spielt von hinten in Safe. Ja. Auch zu weit. Vielleicht wäre es sogar noch in die Mitte gegangen, ja. Ja, vielleicht. Oder lang, aber das alle hätte, wenn und aber es vorbei ist, ist ihm deutlich zu weit gelaufen. Es gibt mittlerweile so viele Spieler, die das Magic Ball Rack überhaupt nicht mehr stört. Ja, die ist nicht weg. Also mich nervt das immer von Anfang an. Ja, okay. Naja, also jetzt sage ich mal, würde ich es auch wegnehmen wollen, da jetzt bietet sie es an, macht auch der Schiedsrichter. So, jetzt die Frage, geht die Weiße noch an der 9 vorbei? Magic Moment. Also er hat es auf jeden Fall mal angesagt. Ja. Ich weiß nicht, ob jetzt eine Bande, das war schon mit dem Köse da hinten hingezeigt, also hier zu uns nach vorne, jetzt im Bild. Muss aber leicht einen Kurvenball spielen. Oh. Okay, gute Chance in Führung zu gehen jetzt. Ja. Bei der anderen Partie sehe ich, glaube ich, dass es 2-0 für Nick steht. Mhm. Der war ja auch gestern schon on fire. Ja, hat eine Partie verloren. Die erste gleich, ne? Ja, gegen Tristan Bialyszewski. Nach 4-1-Führung, nach 5-4 verloren, aber dann ging es rund. Ja. Also in der Form gestern definitiv mit Top-Favorit. Ja. Ist auch ein guter 8-Ball-Spieler für die Endrunde. Aber jetzt müssen wir erstmal 10-Ball spielen. Wir haben ja hier quasi alle drei Disziplinen, wenn man 14-1 mal wegnimmt. Alle drei Disziplinen, die auch in der German Tour im Laufe des Jahres 2015 bei diversen Turnieren gespielt wurden. Die haben wir auch hier untergebracht. Es gibt 3 Runden, jede Runde andere Disziplin. Die Damen spielen heute die letzten 32 10-Ball und morgen dann ab letzte 16 8-Ball bis zum bitteren Ende. Vorhin in der Gruppenphase hieß es 9-Ball, also auch dort alle drei Disziplinen. Und währenddessen Lars Kuckern zum 2-1. Er stößt auch die nächste Partie an. Also ich finde es auch sehr gut.
gut, dass mal 8-Ball die entscheidende Partie hinten raus für den Turniersieg ist. Mhm. Weil das verliert ja doch ein bisschen an Ansehen in der Turnierszene. Ja. Obwohl es eigentlich das Spiel schlechthin ist. Ja. So, das Urbillard. Jeder, der mal Billard gespielt hat in der Kneipe, spielt 8-Ball. Also, habe eigentlich selten was anderes gesehen. Und bei den Jugendspielern heute, vielleicht hat einer noch nie 8-Ball gespielt. Das kann ich schon übertrieben gesagt. Von daher, das macht es interessant morgen. Hm? Du hast es ja schon mal gesagt, der Jörn Kaplan, super 8-Ball-Spieler. Ich denke, dass auch vielleicht eine kleine Überraschung morgen noch passieren kann. Kann sein, ja. Weil 8-Ball schießt man auch eher mal so 3-4 Stück. Ja. Rex am Stück weg. Als jetzt hier im 10-Ball. Weiße zum weg. Zum zweiten Mal sehen wir das jetzt. Ja, so ist das. Also Stellung 1 auf 2. Naja. Gut, es geht. Passt geht genau durch. Passt genau durch. Passt genau durch und ich sag mal. Wenn er das gelöst hat, die 3 ist, dann. Ja, dann sehe ich da noch 5 auf 7. Die 7 wohl eher nur nach links. Ja. Ja, vielleicht auch nach rechts, wenn man richtig stellt, zu versenken. Und da, wo die Weiße jetzt liegt, da wird die 7 wahrscheinlich schon noch gehen. Ja, aber genau. Vielleicht fällt mir auch was ganz anderes ein. Obwohl die 7 jetzt nach links ins Eckloch, da ist auch genug Platz zum Stellen. Ja. So, jetzt 4 aufs linke Mittelloch, nachlaufen lassen, 4 aufs rechte Mittelloch, wäre eine Option. Man kann auch die 5 ins Eckloch versenken. Nee, er macht es so, wie ich es zuerst ja auch gedacht hatte. Jetzt hat er fast ein bisschen viel Winkel, obwohl es sollte noch gehen. Ja, die ist jetzt, die muss er jetzt halten, bevor die Weiße an der 7 vorbeiläuft. Oder er beginnt, ich denke, er lässt sie laufen, zu zaubern. Ja, mal gucken, was er da jetzt wohin laufen lässt. Aha, Alter, auf die Sieben. Raus. Okay, kann man auch so machen. Stellung passt. Das natürlich, birgt natürlich ein gewisses Risiko. Wenn er sie voller trifft, läuft die 7 weiter Richtung Fußbande. So hat er sie halb seitlich getroffen, dann geht's noch. Aber wieder. Er zieht einfach ab. Er denkt nicht drüber nach, was er macht. Ja, oder er denkt schneller. Oder ja, also ja. Er läuft ein bisschen langsamer, da hat er mehr Zeit zum Denken. Bisschen kurz rausgekommen. Da passt es noch vom Tempo noch nicht so ganz. Muss er ein bisschen mehr arbeiten. Ich hätte arbeiten. Jetzt gesagt, er lässt sie laufen, aber er setzt wieder unten an. Naja. Er muss immer ein bisschen mehr arbeiten, als ihm eigentlich wahrscheinlich selbst lieb ist. Okay, Ausgleich 2-2. Obwohl er das Tempo ja eigentlich gut kennen sollte. Er hat jetzt genug Partien auf dem Tisch schon absolviert. Ja, vor 2 Tagen war er den ganzen Abend quasi beschäftigt. Gestern hat er im K60 gespielt in Darmstadt. Anderes Material. Billard Beckmann, Hauptsponsor der German Tour. billard-beckmann.de. So, Jochen, in der Aufbauphase, gib mal einen Tipp ab für einen Turniersieg. Den habe ich schon getan. Hast du schon getan? Ja, ja, ja. Den Jörn? Ja. Weiterhin Jörn Kaplan. Uwe Kaiser. Ja, der spielt erstmal nachher das Playoff.
Also ich lege mich mal auf jemanden ohne Haare fest. Ja, da haben wir auch gute Chancen. Ja, sind gleich 3 Glatzen hier zu sehen. 4 mit dem Schiedsrichter. So, jetzt ein klasse Break. Die 1 ist zu gnädig, würde der Ralf sagen. Nee, was? Ist kooperativ. Kooperativ, ja, genau. Wann war das? War das gestern oder vorgestern? Vorgestern, glaube ich, hat Django Bustamante das 14-1 angekündigt zwischen Reyes und Pokuntke. Und hat dann hier in den Saal reingerufen, nächste Partie, Glatzkopf gegen alte Mann. Okay, das war jetzt bedingt, weil er halt mit sehr viel Wirkung in der Weisen arbeiten musste, Efe. Ja, muss er aber eigentlich trotzdem versenken. Muss er eigentlich trotzdem versenken. Hast du eigentlich schon von den Gummibärchen selber gegessen? Ich? Nö, noch kein einziges. Die Packung ist 3/4 leer wieder, heute Morgen eröffnet und ich habe nichts davon abbekommen. Okay, sehr schöner Einsteiger jetzt, mit Stellung auf die 3. Ganz stark. Und auch mit Winkel auf die 5. Was nicht einfach ist, perfekt. Mit Winkel auf die 5, ja. Noch nicht ganz sicher, was er machen soll, glaube ich. Was komisch ist. Ja. Weil er kommt doch zwischen 5 und 6 mit der Weisen schön durch. Oder nicht? Jetzt hat er sich umentschieden. Er wird es wahrscheinlich außen rumlaufen lassen. Mitte. Auf die Mitte stellt er sich sogar. Sollte eigentlich die Führung wieder für den Lars sein? Ja. 6, was liegt noch auf dem Tisch? Die 8, 9 auch an der langen Bande auf der anderen Seite. Okay. Deswegen lässt er sich jetzt auch im Winkel liegen, um rüberzukommen. Oder einen langen Ball liegen. Passt. Und da haben wir wieder die Führung für den Lars. Ja. Am anderen Tisch jetzt 3-0 für Nick, sehen wir gerade. Wie wir es gesagt hatten, der Lars Kuckheim ist ein absolut ernstzunehmender Spieler. Das beweist er uns hier auch. Ja, er spielt auch schnörkellos. So, saubere Technik. Er weiß schon, was er tut. Sonst würde er auch nicht in Obhaus spielen. Ja, das stimmt. Also zumindest nicht in der ersten. Dann gibt ja noch andere Mannschaften. Meinst du, da gibt es auch Leute, die nicht wissen, was sie tun? Die gab es auch damals beim PwC Fulda, als du da noch gespielt hast. Du bist das lebende Beispiel. Ja, egal wo ich spiele, gibt es Leute, die nicht wissen, was sie tun. Und du bist immer mittendrin. Ich bin mitten dabei, ja. Eigentlich war ja sein Break nicht schlecht, wenn die Weiße nicht abgegangen wäre.
Also die hat eine mitgekriegt, sonst wäre sie, meine ich, sogar relativ zentral liegen geblieben, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Na, schauen wir uns jetzt nochmal an. Das heißt, wenn er das jetzt nochmal hinkriegt und die Weißen keinen mitkriegt, dann hat er sogar ganz gute Chancen, jetzt mit zwei Partien in Führung zu gehen. Ja, sauberes Break. Ja. Machbarer Einsteiger. Stellung 2, bisschen tricky. Aber möglich. Weiß nicht, im Zweifel kann er sie sich hinten rumstellen. Genau, ui. Nämlich da. Du meinst sogar jetzt hier über lange Bande unterhalb der Zehen und dann genau. Wieder. Ja, ich hätte vielleicht sogar gesagt, dass sie die 2 dann lang runterspielt jetzt. Ja, zwischen 2 und 7. Genau. Ja, okay. Ja. Er hat sich's auch angeschaut. Der muss halt schon sehr gut passen vom Tempo und von der Winkel her. Da ist nicht viel Platz. Allerdings, also würde ich fast sagen, zwischen 3 und 6 durchzukommen. Nicht unter der 10 entlang, sondern zwischen 3 und 6. Und jetzt halt mit möglichst viel Rechtshilfe. Genau. Sieht aber jetzt gar nicht so aus mit Effe. Er spielt Konter-Effe. Konter-Effe, okay. Okay. Nutzt die 7 als Stopper. Gut. Gut. Sehr gut. Stopper. Dann schwierig, aber die Stellung ist einfach, von daher. Ja. Das ist jetzt so ein Techniktester wieder mal, wenn man noch einen Geradstoß hat. Deswegen sage ich schwierig. Naja, natürlich, klar ist es auch. Gerade Stoß, bisschen von der Bande runter, vom Loch. Würde man jetzt vielleicht zu Hause sitzen und sagen, na komm, der ist doch nicht so schwer. Jetzt meinetwegen auch ein paar Laien, wir haben ja auch sicherlich ein paar Laien hier als Zuhörer. Ist doch nur einfach nur die Bande runter? Nee, gerade Stöße sind doch richtig schwer. Ja. Und ja, vor allen Dingen, wenn man nicht die gewohnte Haltung annehmen kann. Ja, die Brücke auf der Bande überm Loch, das ist alles ein bisschen wackeliger. Man muss das Köhl ein bisschen steiler nehmen. Das macht es echt wesentlich schwerer, als wenn der gerade Ball mitten am Tisch liegt. Hat er aber Glück. Hat Glück, ja. Wäre aber eine super Chance gewesen, weil danach wäre, glaube ich, alles frei gewesen. Oder keine größeren Probleme mehr. Nein, ist die Weise zu weit gelaufen. Ich glaube, die lag da im Mittelloch. Jetzt sehen wir es nicht, was er macht. Okay. Ja, Regiepult gerade nicht besetzt. Bernd hat gerade noch irgendwas anderes zu tun, deswegen bleiben wir jetzt hier gerade auf der Position. Resave? Geplant oder nicht geplant, wissen wir jetzt nicht. Ja, das wissen wir nicht. Nee. Auf alle Fälle hat es funktioniert. Da hat er jetzt eigentlich Glück, dass er über die Bande noch gut rankommt. Weil ansonsten wäre es... Oh, das ist eine Vorlage. Die wird machbar sein, ja. Das ist eine Vorlage für F von Reyes. Allerdings unter erschwerten Bedingungen. Ja, weil die Weiße halt auf jeden Fall auf die 8 kommen wird. Genau. Aber auch den wird er schon zigtausende Mal gespielt haben. Mhm. Wissen, was er jetzt tut. Hätte ihn sicherlich gerne etwas fester gespielt. Geht aber noch, sag ich mal. Ja, muss halt wieder, die Weise läuft wieder auf die 5. Wieder eine Situation danach, die schwierig einzuschätzen ist, was liegen bleibt. Weil er musste danach direkt die 5 spielen. Oder die 6. Ja, bestmöglichste Lösung, würde ich mal sagen. Ja, ein bisschen aufgeräumt auf dem Tisch. So, und damit macht der F1 Race das 3-3. Und damit haben wir ein Race to 3 von einem Race to 6. Haben wir uns runtergekürzt auf 3 Gewinnspiele. Sozusagen. Martin hat am Nachbartisch seinen ersten Punkt gemacht. Ja, kriegt auch eine Anfeuerung aus dem Publikum. Auf geht's, Martin, habe ich gehört. Mal gespielt, genau.
eigentlich auch ein Kandidat für die Kommentatorenbox. Er hat sich schon angeboten. Aber irgendwie, wenn ich Co-Kommentatoren gesucht habe, war Martin immer ganz woanders. Zufall oder ja, Absicht? Das musst du jetzt rausfinden. Schiedsrichter sucht Efren. Efren geht ungefähr 17 Mal pro Tag auf Toilette. Keiner als ich weiß es besser. Ja, du hast es ja ein paar Tage begleitet, ne? Ja. Von daher, ich weiß jetzt, wo er ist. Kennst du jetzt alle Rasthöfe in Deutschland auswendig quasi? Im süddeutschen Raum ist mir nichts mehr fremd. Django Bustamante und ich, wir haben uns immer Späße erlaubt. Immer wenn er gefragt hat, wo ist Efren, oder ich habe gefragt, wo ist Efren, Toilette. Zu 95% recht gehabt. Ich muss jetzt mal gerade ein bisschen am Nachbartisch zuhören. Da gibt es nämlich ein paar Diskussionen. Und Szenenapplaus. Ich weiß nicht, um was es ging. Irgendeine Situation. Ich glaube, dass der Schiedsrichter die Weise erst in die Hand genommen hat, weil es faul war und die Spieler haben sich auf nicht faul geeinigt oder irgend sowas. Würde ich jetzt tippen. Da ist Efren. Aus dem Nichts ist er wieder aufgetaucht. Ich habe gerade auch rübergestaut auf den zweiten Tisch und plötzlich steht Efren wieder da. Vielleicht hat er sich nur die Schuhe gebunden. Ja, und wir haben ihn einfach nicht gesehen vor der Wand. So wie Bustamante vorhin. Hat sich vorhin hingekniet, ich habe ihn nicht gesehen. Dann ist er wieder aufgestanden, war er wieder da. Okay, nichts gefallen. Ich glaube, die 1 geht vorbei. Du kannst das besser beurteilen mittlerweile hier am Schirm. Nee, nicht nur am Schirm, auch sonst wegen meiner überragenden Sehfähigkeit. So, unbestritten. Ich finde das auf dem Bildschirm echt schwierig. Also, ja, echt? Da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Nee, der geht durch. Dann ist eine gute Chance. 5 liegt da noch ein bisschen, weiß nicht so richtig wohin. Würde aber in die eine Mitte gehen oder Kombi 9. Da würde ich jetzt mal auf Mitteltasche tippen. Leute, wir gucken das falsche Spiel. Martin Pokundke macht ganz, ganz wilde Sachen offensichtlich. Er ist am Tisch und das Publikum feiert ihn. Also wenn ich mich erinnere, wie das vorher lag bei Martin Pokundke, dann war das wahrscheinlich ein 3 oder 4 Vorbänder einmal rund um den Tisch. 1 gelocht, sowas tippe ich jetzt mal. Können wir dann sicherlich auf YouTube beim Bernd auf der Seite gucken, Blue White Ball. Oder bei Relive. Oder was am wahrscheinlichsten ist, auf der German Tour Website. Oh, möglich. Ja, würde glaube ich irgendwie Sinn machen. Okay, der Lars hat sich jetzt ein Kombi gestellt, weil er auf D4 ein bisschen zu gerade war. Also ich würde jetzt den Kombi. Du auch, ja. Ja, ja, ja. Er guckt sich, jetzt noch die Sicherheitsoption wahrscheinlich an. Falls er nicht trifft.
Scheint auch Kerzen gerade zu liegen, wenn er jetzt mal so gezielt hat. Lag die Weise genau unterm Köhl. Aber alles andere als einfach. Mhm. Bleibt safe liegen. Okay. Noch ganz gut gelaufen. Ja, jetzt ist das Ziel natürlich, ja, die Weiße. Er wird sie hinter der 9 halten. Anstelle der 5, genau. Sozusagen. Und die 5? Was hat er gesagt? Die 7. Er sagt die 7 an. Nee. 5 ins Eckloch. Für die, die jetzt noch nicht so lange nicht oft Billard zugeschaut haben, der Lars hätte jetzt die Möglichkeit, den Stoß zurückzugeben. Mhm. Das ist im 10-Ball die Option, falls man einen Glücksstoß macht, einen Glücksball versenkt und dadurch den Gegner dunkel legt, ja. Weil ja 10-Ball ein Ansagespiel ist, dann hat der Gegner die Möglichkeit zu sagen, darfst du mal selber probieren. Scheint so weiterzugehen. Dann Lars wieder ein Rack in Führung. Also wenn es immer so viel Applaus am Nachbartisch gibt, da sollten wir ja echt die Möglichkeit haben, auch immer mal rüberzuschalten. Ne? Wir können hier auf meinem Rechner den zweiten Stream gucken. Ich glaube, jetzt gibt es gleich nochmal Szenenapplaus. Der Martin hat die Bande zwischen den Beinen. Was? Du meinst die? Die Werbebande. Ihr Kuriositätenkabinett. Für nichts zu schade. Ist das ein Showmatcher vor einem Tisch, oder? Offensichtlich. Die nehmen unser Turnier nicht ernst, die Jungs. So, ich schaue jetzt gerade mal Ergebnisse, während wir wieder aufgebaut wird. Da ist interessant, der Nikolaus Ottermann führt bereits 5-0 gegen Marco Schmidt. In derselben Gruppe spielt Ina Kaplan und führt gegen Wolfgang Klöhr 3-1. Mike Wünsche, Christina Schagan 2-2. Selbe Gruppe, Claudio Keric, Marcel Costa 3-2. Geronimo Weisenberger, Christine Lachenmann 3-2. Martin Pukundke, Nick Vandenberg, sehen wir hinten 1-3. Tristan Bialoszewski, Tina Vogelmann 4-0. Und dann gucken wir mal wieder bei Cookham Race. Da geht es jetzt weiter. Break von Cookham war erfolglos. Ja, es war eigentlich ein sehr gutes Break. Die 6 hat auch schon ins Loch geguckt. Hat sich's anders überlegt. Nichts gefallen. Einsteiger von Efren ist da. Und Konter Effe. Eigentlich, der geht ihm ein bisschen zu weit. Fällt vielleicht sogar noch. Nee. Fällt nicht, aber trotzdem tot. Jumpke hat Efren nicht. Also ich wüsste jedenfalls nicht. Also wird Vorbahn gegangen, sorry. Herr Brustl hat es vorhin ein paar Mal versucht, hat sich einen Jumpkö gelehnt. Der hat aber eins. Erfolglos, glaube ich. Er hat auf jeden Fall immer ja. mit den Schultern gezuckt. So nach die dem größten Motto, Jumper geht sind sie beide nicht. Und Efren habe ich nie jumpen sehen, kein einziges Mal. Aber das ist jetzt echt schwer, da rauszukommen. Ja. Ich glaube, er hat die 2 in die Ecktasche angesagt, an der 10 vorbei. Das ist ja besser, sicherheitshalber, mal was anzusagen. Verfehlt sie ganz. Ein Foul. Okay, das ist jetzt eine richtig gute Chance für den Lars, mal on the hill zu kommen, ja, sagt man ja so schön. Zwei Spiele Distanz dann auch zum Erfolg. Ja. Keine Riesenprobleme am Tisch, außer dass er jetzt
dreimal hoch und runter muss jeweils. Ja, zwei bis unten, drei oben, vier unten, fünf oben, sechs in der Mitte. Da kann immer mal was schief gehen. Kaum sagt. Ist aber kein Foul. Zwei hat er versenkt. Drei muss er jetzt mit safe aussteigen. Man wundert sich eigentlich die Kneipenspieler. Erinnere dich mal dran an die Kneipenzeit, Billard zurück. Die kreiden ja nie. Ja. Die wissen nicht, für was es ist, die rutschen aber auch nie ab. Ja, die spielen aber auch die Weise immer nur in der Mitte an. Für die gibt es kein oben, unten und seitlich. Wenn sie rechts. Das ja schon mal können, sind es ja schon mal fortgeschrittene Kneipenspieler. Ja, ja, aber dann müssten sie auch wiederum kreiden und dann wüssten sie auch, für was die Kreide gut ist. Ne? Teufelskreis. Also da würde er sich jetzt ärgern. Steigt zwar mit einer guten Safety aus. Ich denke mal, die liegt press. Das heißt, über den... Nee, die liegt nicht press. Eine Bande wird es vielleicht schwer. Ja. Weil er müsste an der 5 vorbeikommen. Auf der rechten Seite von ihm aus gesehen. Tut er. Ja, scheint so zu sein. Ich brauche vielleicht auch eine Brille. Ja. Joran. Ne? Oh, da läuft ihm die Weiße ab. Ball in Hand für Lars Kuperm. BC Oberhausen, erste Poolbillard-Bundesliga. Nächste Woche ist wieder Spieltag. Schaut rein, wenn der Verein in eurer Nähe ist. Verfolgt mal die erste Bundesliga. Das ist absolute Spitzenklasse, was da geboten wird. So viele gute Spieler. Nicht nur Deutsche, auch international. Wenn ich jetzt denke an das Derby nächste Woche, Dachau, Fürstenfeldbruck. Ich wollte es gerade sagen, ne? Da geht's rund, da haben wir Ralf Suke, da haben wir Albin Oshan, David Alkaide. Wir haben Dimitri Jungo aus der Schweiz. Filip Stojanovic, der international für Kroatien spielt. Roman Hübler, Tschechien. Da ist auch immer super Stimmung. Ja, da werden wir mal hier auch 250 Zuschauer erwarten in Dachau. In Bruck, ja, bestimmt auch 150, 200 im Center Court. Letzte Woche hat Reyes Bustamante dort noch gespielt. Da waren 80 Leute, das Ding war rappelvoll. Um einen Tisch rum war wie Old Trafford in Manchester. Oder auf dem guten alten Biberer Berg. Ich glaube, gestern oder vorgestern hast du es erwähnt, dass du dich mit dem Christian ja so gut verstehst, weil er Leverkusen-Fan ist. Ja, genau, ja. Da muss ich dran denken, wenn wir zweimal hier sitzen, das geht ja eigentlich gar nicht. In Offenbacher und Frankfurter. Oh je. Weiter ernst. Er will den F von Reyes knacken. Ah, er hat sich die Chance mit dem Safe halt zurückgeholt, ne? Ja. Ich denke auch, dass er jetzt kreidet. Guter Winkel. Leichter. Na, was heißt leichter? Schon heftigerer Zugball. Da kann es auch schon mal ein paar Zentimeter daneben gehen. Das haben wir ja auch beim Roman Hübler zum Beispiel gesehen. Ja, ja. Der hat sich ja ein paar Mal entscheidend verstellt. Aber das ist jetzt okay. Zwar an der Bande, aber er muss ja nicht viel machen mit der Weißen. Da hat er jetzt wahrscheinlich nochmal das Abrutschen im Kopf gehabt. Von der Bande weg. Okay, 5-3. Zwei Spiele vorne. Eigenes Break und die letzten Breaks kamen gut. Also Da ist der Lars auf einem sehr, sehr guten Weg. Ja. On the Hill. Und ich schreibe mal kurz was in Facebook, weil um 21 Uhr haben wir ein Riesenmatch hier auf dem TV-Tisch. Und da wollen wir euch mal ein bisschen einstimmen auf. Da kriegen die Co-Kommentatoren Sonderplätze, habe ich gehört. Ja. Schauen wir mal. Hallo, der Sohn von meinem Trainer spielt. Da will ich einen guten Platz. Stimmt. Ex-Trainer, muss man ja sagen. Beim Nick steht's
4-2 für ihn. Da geht es jetzt auch in die heiße Phase. Haben sich im Martin seine Show-Einlagen nicht ausgezahlt? Ja, erzähl mal was über das Match um 21 Uhr. Ja, das Spiel in Francisco Bustamante, F und Race, die zweimal den World Cup of Pool gewonnen haben gegen Joshua Filler und Raphael Wahl, die beiden 18-jährigen Youngster. Und ja, das solltet ihr euch anschauen unbedingt. Wie schlagen sich unsere Nachwuchsasse gegen die Legenden aus den Philippinen? Live auf Sportdeutschland TV, live auf germantour.net, live auf billardarea.de. Unbedingt reinklicken. Ja, das wird ein interessantes Match. Ich würde mal sagen, so die zwei Top-Nachwuchsspieler in Deutschland. Ja. Vom Raphael sieht man zwar auf den Turnieren jetzt nicht ganz so viel, aber auf den Europameisterschaften und so weiter, da zeigt er ja regelmäßig, was er kann. In Karben spielt er jetzt eine gute Saison. Ich denke, die sind auf Augenhöhe, der Joshua und er. Und dann müssen sich die zwei alten Herren warm anziehen, würde ich sagen. So ist es, ja. Ja, der Joshua ist schon einen Ticken besser als der Raphael mittlerweile. Waren wir auf Augenhöhe. Ich glaube schon, dass der Joshua mittlerweile ein bisschen weggezogen ist. Aber viel Unterschied ist da nicht. Und beide haben schon gegen die Jungs gespielt. Wissen genau, was sie erwartet. Und andersrum genauso. Efren und Django wissen, was sie erwartet. Efren hat vorhin schon gesagt zu mir, oh, gegen die beiden. Und das meinte er ernst. Ist auch wieder nichts gefallen vom Lars beim Break. Und wieder einen Einsteiger liegen gehabt. Also er hat zwar ein gutes Break, aber hat kein Glück mit dem Lochen. Ist jetzt die Chance für den Efren nochmal ranzukommen. Eigentlich jetzt auch nichts Kompliziertes mehr auf dem Tisch. Vielleicht 5-6 einstellen nochmal. Da denkt er jetzt auch mal kurz drüber nach, auf welche Seite von der 5 er sich die Weiße legt. Das ist, glaube ich, nicht die Seite, die er wollte. Nee, die obere Seite bestimmt nicht. Ja gut, er wollte halt die Weiße über die 5 zurückziehen, damit er nicht an der 7 hängen bleibt. Wenn er jetzt den Winkel zur langen Bande gehabt hätte, dann wäre er sehr wahrscheinlich an der 7 hängen geblieben. Deswegen wollte er über die kurze Bande runter zur 6 stellen. Ist ihm halt zu weit gelaufen. Geht er jetzt auf den Bänder? Er geht auf den Bänder. Er macht den Bänder und hat die Stellung zur 6. Hat er sich nochmal eine kleinere Aufgabe hingelegt? Kommt er vorbei, okay. Er grinst. Ich glaube. Nein! Er verschießt. Da ist die Partie vorbei. Lässt den Einsteiger liegen. Das sind hier zwei, drei Fehler zu viel gewesen. Ja,
Er ist auch ein bisschen sauer, hat das Köln die Ecke geworfen. Weiß auf Mitte, jetzt kann eigentlich nichts mehr passieren. Den Stau hat er schon hinter sich. Er ist schon anwesend. Okay, das wird das 6-3 sein für Lars. Ja, er ballt schon die Faust. Und gewinnt gegen Evan Reyes 6-3. Lars Kuckham schafft eine kleine Überraschung, freut sich. Zu Recht. Und auch zu Recht gewonnen, na klar, klar, absolut verdient. Was auch gleich mal im Interview noch hören. Und dann melden wir uns im Interview zurück und dann später die nächste Partie im Livestream. Danke an dich, Daniel, fürs Mitkommen. Ja, bitte gerne, Jochen. Spaß gemacht. Immer wieder. Und ja, dann hören wir uns beim nächsten Match. Dankeschön, bis dann. Ciao, ciao. Ciao.